Diesem Freitagmorgen aus dem Studio der Demokratie und der Gegenrede online. Axel, mein Freund, heute, was ist das, ein Hemd aus 7 unterschiedlichen Hemden zusammengeschustert oder was ist das? Guten Morgen, Axel. Ich bin so arm, weil immer noch die Merkel-, Scholz- und Schauers-Millionen bei mir nicht eintreffen, dass ich alte Hemden umarbeiten lassen muss, um dann quasi Studio ein... Nein, das nennt man Mode, Axel, Philipp. Da hast du keine Ahnung von, da reden wir in Ruhe mal drüber, wenn wir uns persönlich sehen. Sieben unterschiedliche Hemden zusammengeschossen. Es tut mir leid, und zwar musste ich hier... OBS wurde wieder zerschossen. Was wäre es ohne technische Probleme, Axel? Ja, Scholz-Merkel-Milliarden kommen nicht. Mit Millionen könnten wir auch schon umgehen. Ich hoffe, dass das dann irgendwann nachträglich nochmal kommt, damit wir auch sozusagen den Hatern das auch geben können, was sie irgendwie erwarten. Ne? Leben im Luxus, was machst du dir da auf? Champagner? Champagner? Ich am frühen Morgen nichts anderes. Nein, ich halte es mit Harald Schmidt. Ich sage ja zu, ist leider kein deutsches Wasser, kann ich mir als Ex-Neonazi nicht mehr leisten hier. Sonst sagen die Leute, der ist gar nicht raus. Ne? Aber Harald Schmidt sagte mal, ich sage ja zu deutschem Wasser und ich sage ja zu italienischem Wasser. Ne? Ich würde aber behaupten, dass das italienische Wasser teurer ist als das deutsche Wasser. Schmeckt aber auch besser. Okay, nur dass wir das klargestellt in haben. So, dass du in so kapitalistisch... So Thema regional und so. Um dich richtig zu distanzieren, ja, von diesem deutschen, nationalistischen, patriotischen Miefigkeit. Deswegen lässt du die alte Achse aufleben. Nicht zu teuer sein, ja, auch einfach mal italienisches Wasser zu trinken, oder? Na gut. Axel, heute, du selber warst in dem Rechtsrock-Game nicht drin, oder? Nein. Also man kannte die Protagonisten. Es gab mitunter auch massive Versuche, so ein bisschen diese beiden Szenen zusammenzuführen. Da gab es ja immer Überschneidungen, aber ich bin in meinem Leben insgesamt als Neonazi und danach natürlich nicht. Also insgesamt in meinem gesamten Leben dreimal auf Rechtsrock-Konzerten gewesen, wo es sich nicht verhindern ließ und es war jedes Mal furchtbar. Ich bin auch teilweise von Konzertveranstaltern angesprochen worden. Hier, kannst du uns mal helfen? Unser Konzert ist gestürmt worden. Jetzt wollen wir das mal den Bullen richtig zeigen und machen jetzt mal eine Demo. Und dann machte man diese Demo. Auf so einem Konzert waren irgendwie 2000 Teilnehmer und auf die Demo kamen dann 150. Und da kam ich mir auch so ein bisschen immer verarscht vor, weil ich dachte, ja, auf der Bühne für den ewigen Kampf ums Vaterland singen, ja, und bis zum Tod und alles Blut und bla. Und wenn es darauf ankam, von wegen mal hier auf der Straße aktiv zu sein, dann hatten die Leute keinen Bock drauf. Deswegen waren das für mich immer so Pseudo-Nazis, ja, so Party. Musik-Nazis, ne? Des Abenteuers, der Musikwillens und so weiter, dazu zähle ich mich. Also hast du auf mich mit Sicherheit genauso herabgeguckt, ne? Wir sind dann auch Demonstrationen, nein, danke, Konzerte, ja, sind wir 800 Kilometer für gefahren. Das ist aber ein Dauerthema, glaube ich, im Bereich des Rechtsextremismus. Ne? Dieses kein politisches Engagement, sondern man will nur Ansgar Arian verkaufen und dort Klimbim, Tommy und so weiter und dann selber gerne schön nach Dubai, Japan und sonst was fliegen, aber eine Demonstration zu unterstützen. Aber es ist ja gut so, ne? Es ist gut so heutzutage, dass die Kapitalisten auch im Rechtsrock unterwegs sind, dass dieses Geld dann dort versickert. Das ist gut so. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch eine Kriegswaffe des Rechtsextremismus. Ne? Damit wirst du dich ja immer wieder beschäftigt haben. Ne? Es ist eine nicht zu unterschätzen. Ich habe halt auch klar erkannt, mir war klar, dass die Leute draußen keinen Bock haben, ein Flugblatt zu lesen oder auch nicht sofort auf irgendeine Veranstaltung kommen, wo sie eine Rede von mir hören wollen. Aber mit Musik konnte man gerade Jugendliche viel leichter erreichen und viel besser diese Erlebniswelt vermitteln, ne? Weil wie du schon sagtest, mal so auf ein Konzert fahren, wo man unter sich ist und Action und Party, das war für Leute attraktiver, als eben zu sagen, wir stehen uns die Beine im Bauch oder laufen irgendwie im Polizeikessel irgendein Industriegebiet rum. Das habe ich schon nachvollziehen können, ja, aber ich hätte mir halt mehr Unterstützung aus diesen Strukturen dann für den Kampf, den wir geführt haben, gewünscht und der blieb größtenteils tatsächlich aus, muss man sagen, ne? Also am erfolgreichsten waren eher noch so als Bindeglieder so Liedermacher, die konnten ja mal schnell dann am Rande von der Saalveranstaltung die Klampfe auspacken und dann in die Tasten hauen. Aber diese richtigen Konzerte, die haben unglaublich viel Gelder eingenommen, unglaublich viel Gelder verschlungen. Ja, aber da kam nie irgendwas zurück. Die haben auch teilweise dann behauptet, ja, ist ein Solidaritätskonzert für die oder jene Demo. Und wenn man dann gefragt hat, ja, geil, Solidaritätskonzert, war richtig was los und wo bleibt die Kohle? Ja, wir hatten jetzt auch so viele Ausgaben und wir mussten jetzt hier und da auch bezahlen. Da ist leider nichts übrig, wo ich denke, ja, alles klar.
Ne, ihr werbt jetzt damit und dann kommen unsere Leute auch noch hin und zahlen teuren Eintritt, und dann kommt nicht mal 5 € zurück, so auf gut Deutsch gesagt. Das war auch so die Realität, die man so in diesem Struggle dann hatte mit dieser Szene, die schon auf beiden Ja, Seiten sehr auf sich genau. fixiert waren, Also ne? die am lautesten hier Märtyrer schreien, sind die am besten situiertesten in dieser Szene auch, ne? Das muss man auch mal sagen, die dort Gelder abgreifen. Wir haben gerade bei Instagram eine Nachricht bekommen, dass jemand dann Frank Krämer so Geld auch zugeschubst hat und irgendwie dann davon gar keinen Mehrwert hatte, außer eine private Telegram-Gruppe. Finde ich dann immer ganz spannend, auch diese Nachrichten zu hören. Ja, vielleicht geht es jetzt erstmal darum, dass wir Rechtsrock definieren müssen, Axel. Ja, also wo fängt Rechtsrock an? Ja, ich bin ja persönlich jemand, der auch Schlager hört, ja, wo man sagen könnte, da sind natürlich auch Töne über Heimat drin. Also ich höre jetzt nicht so Oldschool-Schlager, sondern so modernen Schlager, kann man das irgendwie so nennen, ja. Also wenn ich privat feiere, mag ich Schlager schon sehr gerne. Da muss man natürlich erstmal gucken, okay, wo fängt das an? Ich selber habe mit dem Begriff Heimat und so weiter ja kein Problem. Ich lasse mir den auch nicht von Nazis, so wie ich es war, und von uns so besetzen und wegnehmen und so weiter. Und ich würde sagen, man darf auch nicht alles verteufeln, die irgendwie über ihre Heimat singen. Ja, also da muss man so ein bisschen aufpassen. Bei mir, für meine Definition, Rechtsrock beginnt halt bei mir, wenn in der Musik ganz klar herabgewürdigt wird, wenn Rassismus drin ist, Antisemitismus drin ist. Auch schon, wenn diese Musik produziert wird, auch von so einschlägigen Labels, weil ich weiß, dass diese Labels halt nur Personen aufnehmen und mit denen zusammenarbeiten, die dementsprechend das Gedankengut haben, die vernetzt sind, die sich kennen. Ich würde behaupten, die neonazistische Musikszene in Deutschland, die kennt sich untereinander. Also es gibt gewisse Merkmale, Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, die Überhebung des eigenen Volkes, des eigenen Landes, ja, Herabwürdigung, Demokratiefeindlichkeit und ähnliches. Wenn da Merkmale stattfinden, wie so bei so einem Mord, ja, dann kann man davon sprechen, okay, ja, wir sprechen jetzt über Rechtsrock. Wenn es auch ganz klar um Schwarz-Weiß-Denken geht, ja, da gibt es so diese Dinge, die Axel und ich des Öfteren ansprechen. Wir sprechen jetzt heute über die Band Weimar. Wir werden uns auch gleich ein Lied angucken. Ganz viele Lieder sind gelöscht worden. Ich muss dazu sagen, die Band Weimar, über die wir hier heute sprechen, sagte mir gar nichts. Die deutschen Charts gehen völlig an mir vorbei. Ich höre im Auto Schlagerradio oder 90er-Jahre-Radio und cruise dann dahin und freue mich, wenn ich Vicky Leandros mitsingen darf oder Marianne Rosenberg oder sowas. Und von daher geht das völlig an mir vorbei. Axel, du hast schon jemals was von der Band Weimar gehört? Ich meine jetzt nicht die Stadt, sondern wirklich die Band. Sagte mir tatsächlich überhaupt nichts. Ich bin da gestern auch so ein bisschen wie ein Strahl kalten Wassers von dir getroffen worden, habe dann auch erstmal googeln müssen, mich informieren müssen. Liegt aber daran, also ähnlich wie du, mit Charts und deutscher Musik habe ich genauso wenig am Hut wie mit deutschen Fernsehproduktionen. Ja? Also ich gucke mir auch im Gegensatz zu dir keinen Tatort oder ähnliches an, weil ist mir einfach ehrlich gesagt nicht gut genug. Gleich zu internationalen Produktionen, da bin ich schon ganz Multikulti, ganz weit vorn dabei. Deswegen war es für mich so ein bisschen überraschend, dass also diese Band dann so plötzlich im Fokus stand. Und ja, ich konnte auch nicht wirklich verstehen, dass da nicht früher Alarmglocken angegangen sind. Es ist mir auch bis jetzt ein Rätsel, dass da keine Behörden aufmerksam geworden sind und sagten, hey, die Leute kennen wir doch, wir wissen doch, aus welchem Milieu die stammen und wo die nah dran sind. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr negativ interessantes Feld mit dem, was hier jetzt plötzlich zu tun hat. Also, Ne? auch um das klarzustellen, ich bin niemand, der sagt, man darf nicht kritisch singen. Ich gestehe auch Bands zu, egal ob die aus Übersee kommen oder ob die aus Deutschland kommen, Ostfriesland oder Sylt oder Dänemark. Ist mir das egal, man darf natürlich kritisch singen. Also das wäre ja schlimm, wenn ich hier eine Meinungspolizei vorgehen würde, sondern es geht um die Dinge, die ich vorher genannt habe, wenn davon Merkmale drin sind. Und dann gibt es eine Mischung draus. Ja, also ich würde behaupten, ich kann Axel 10 Lieder vorspielen und er würde sehr schnell erkennen, okay, welches dieser Lieder ist jetzt herabwürdigend, angreifend, feindlich gegenüber Menschengruppen und so weiter. Das ist sehr schnell identifizierbar. Bei der Band Weimar sage ich ganz ehrlich, ich habe da keinen Rassismus rausgehört, was ich gestern noch hören konnte. Ich konnte es mir gestern noch hören, aber dann hat Universal, glaube ich, überall Copyright reingehauen und hat überall alle Lieder sperren lassen. Ich habe 2 Live-Aufnahmen noch gefunden, die man abspielen kann. Und grundsätzlich würde ich sagen, ja, da ist Kritik drin, da ist so dieses typische Onkels-Flair auch so ein bisschen, so eine Mischung aus Onkels, Freiwild und so.
wo ich sage, okay, kann seine Aber Daseins. dann auch ganz kurz schon, aber das ist mir eine Herzensangelegenheit. Also ich bin kein Fan der Onkelz, ich bin kein Fan von Freiwild, ist so überhaupt gar nicht meine Musik, kann ich nichts mit anfangen. Ich finde es aber schlimm, dass diese Bands halt immer noch von vielen dann als rechts verortet werden und auf eine Stufe gestellt werden, wie du es eben dargestellt hast, mit richtigen Ja. Rechtsrockern. Ja? Rechtsrock ist auf den Punkt gebracht, die Musik der rechtsextremen Szene, es ist rechtsextreme Musik, die unter Rechtsrock firmiert und nicht irgendjemand, der auch mal dann einen patriotischen Ton trifft oder davon singt, wie gerne er seine Heimat hat, das ist alles legitim, das haben wir schon seit Heino gehabt, ja, das hat nichts mit der Neonazi-Szene oder dem Rechtsextremismus zu tun. Und gerade auch die Onkelz haben aufgrund ihrer unrühmlichen Vergangenheit unglaublich viel getan, um sich auch zweite und neue Chancen zu verdienen, ja, haben sich immer deutlich positioniert, haben antifaschistische und antirassistische Projekte unterstützt und sich immer wieder dazu deutlich geäußert. Und da ist es einfach dämlich und einfach auch weit, weit drüber, diese Band jetzt immer noch irgendwo in eine Nähe zu stellen mit tatsächlichen Angehörigen der rechtsextremen Szene, die musikalisch unterwegs sind. Ja, das ist so meine Genau, die Einschätzung Onkelz, muss man dazu. auch immer wieder sagen, wenn wir sie hier schon erwähnen, müssen sich trotzdem auf die Fahne schreiben, dass sie in den 80ern und 90ern viele Menschen zu Rechtsrock gebracht haben. Bewusst oder unbewusst, für viele in meinem Alter waren die Onkelz der Einstieg in den Rechtsrock. Danach kam Störkraft, Endstufe, Freikorps und so weiter. Die Bands, die einen dann abgeholt haben. Da gibt es einfach diese Symbiose. Das war sozusagen über die Brücke, die man gegangen ist. Ob die Onkelz dafür was können oder nicht, das ist eine schwierige Frage. Sie haben eine gewisse Art Schuld auf sich geladen. Ich bin aber der Letzte, der über Schuld spricht, weil ich habe 20 Jahre Schuld auf mich geladen. Deswegen will ich mit dem Finger gar nicht auf andere zeigen. Aber in meiner Radikalisierung, Axel, waren die Onkelz ganz weit vorne. Und jetzt ist es hier aber die Frage, hier ist es jetzt nicht so einfach, dass wir jetzt über irgendeine Band sprechen und sagen, ja gut, sind deren Texte kritisch, ja, nennen Sie hier, hier irgendwie über die Tinte in die Haut jagen, damit meinen Sie die Corona-Impfung und so weiter. Von mir aus, auch eine Band darf Corona-kritisch sein gegenüber der Impfung und so weiter, ist alles gut. Ja, aber auch deren Lieder wurden dann bei Querdenken-Demos, wurden sie dann genutzt und so weiter. Und da muss man sagen, dass die Band auf Chartplatz 5 einen Vertrag bei Universal bekommen hat. Aber es ist jetzt nun mal so, diese Band ist mit Masken aufgetreten. Ich würde das Lied jetzt auch gleich mal laufen lassen. Oder sollen wir erst den Vorwurf vorlesen, der im Spiegel erhoben wurde? Ich würde tatsächlich da erstmal den Vorwurf und da mal kurz drüber sprechen, weil, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über eine Band, die vor 15 Jahren mal Teil der Neonazi-Szene war und sich danach dann davon distanziert und emanzipiert hat. Wir reden hier von einer Band, die offensichtlich sich nie distanziert hat, die sich nie dazu geäußert hat, die Mimikrie betrieben hat und die wieder in eine nicht identische, aber ähnliche Richtung dann auch mit Texten gegangen ist. Und die deswegen natürlich dann den Verdacht nahelegt, dass hier immer noch überzeugte Anhänger einer gewissen Ideologie und Szene ja, unter Ford's Fleck, unter andere Identität dann aufgetreten sind und finanziert und gepusht worden sind. Ne? Das ist ja das eigentliche Thema, über das wir jetzt sprechen. Nicht, dass Genau, die vor Axel, ich 15 muss Jahren eine Sache mal. noch Ne? einwerfen, weil hier viele über Kategorie C labern. Kategorie C ist Hardcore rechts. Kategorie C, der Sänger ist in Bremen einer der bekanntesten Neonazis mit seinem Bruder zusammen. Die treten bei Neonazi-Konzerten auf, sind seit Jahren dort verstrickt, wird von Rechtsrock vertrieben. Wer Kategorie C hört, hört Nazi-Mucke. Das habe ich hier schon 100 Mal erwähnt. Kategorie C ist Nazi-Mucke. Auch offen mit der Nazi-Szene kooperieren, die bei Hogesa aufgetreten sind, die bei richtigen Hardcore-Neonazi-Konzerten auftreten, die sich auch ganz klar bekennen, ja, die Gebrüder Ostendorf, den politischen, den Hendrik, mit dem hatte ich öfters mal zu tun. Das sind wirklich Hardcore-Rassisten und überzeugte Nationalsozialisten, mit denen man es da zu tun hat. Ja, und die Leute immer dann KFC, voll unpolitisch, gute Laune Musik, so ein Schwachsinn. Hört euch doch mal an, was die für Musik machen, wo sie auftreten, mit wem die unterwegs sind. Also das kann ich auch Schild nicht und Schwert sind verstehen. die, glaube ich, aufgetreten bei Thorsten Heise, NPD-Vorsitzender aus Thüringen und irgendwie, ja, also das sind doch keine Zufälle. Also wer bei einem Thorsten Heise auf ein Konzert spielt oder zu seinem Geburtstag geht, also der ist einfach in der Neonazi-Szene verstrickt. Also Axel, ich weiß nicht, wann hast du die letzte Einladung von Thorsten Heise bekommen? Ja, komischerweise noch nie, weil er nie ein Freund von mir war, aber ich weiß, was du meinst, ne? Ah. So, also der Vorwurf oder beziehungsweise was der Spiegel rausgebracht hat, ja, viele stehen dem Spiegel kritisch gegenüber, auch der Spiegel hat schon Fehler gemacht, das ist so. Ich bin Spiegelkonsument, ich gucke auch Spiegel TV bei YouTube, sie machen oft Beiträge, die mich abholen, das ist so. Sie machen
zu vielen Themen, um die ich mich auch kümmere. Es gibt auch einen guten neuen Beitrag zur völkischen Landeinnahme von Neonazis, völkische Siedler in Niedersachsen. Ist ein gut recherchierter Beitrag, wo man mal sehen kann, was dort mit Kindern und Familien passiert und wie Angstarbeit in Dörfern gemacht wird. Ja, aber natürlich auch der Spiegel hat seine Agenda zum Teil. Das ist einfach so. Ja, ich glaube, die haben auch so ihre Agenda, Themen und so weiter. Da kann sich, glaube ich, kaum ein Medium von freisprechen, dass es dort nicht gewisse Agendas gefahren werden. Agenden, Agendas? Ich glaube, Agenden, Agenden oder Agenden, ich weiß es gar Agenten, nicht. na gut, egal. Also, so. Auf jeden Fall, es gibt gute Beiträge, es gibt weniger gute, aber ich bin ein Konsument von Spiegel und deswegen Props gehen raus. Und der Spiegel hat das losgetreten und das hat schon eingeschlagen in der Musikszene wie eine Bombe. Universal ist, glaube ich, der größte Musikvertrieb-Management der Welt. Also wir reden hier nicht über, wir reden hier nicht über Pille-Palle, Dorf-Clique XY, sondern wir reden hier wirklich über was Großes. Ich lese es ganz kurz vor, wie Universal demokratiefeindliche Rocker groß machte. Die Universal Music Group hat die Band Weimar in die Charts gebracht. Die Texte klingen antisemitisch, die Identität der Musiker wird verheimlicht. Nach Spiegelrecherchen stammen mehrere von ihnen aus der Neonazi-Szene. Das ist die Band, die sich hier zeigt. Auch da habe ich mit Axel vorhin drüber gesprochen. Muss man auch sagen, dieses Verstecken hinter Masken, ich weiß nicht, ob der erste Bekannte war, das Crow oder so, der auch mit der Panda-Maske sich da irgendwie versteckt hat und so weiter. War nicht vorher noch Sido? Ja, Sido war mit der doch Maske, ja, noch Sido Crow, oder ne? auch Slipknot auch, ne? Also es gibt immer mal wieder halt Bands, die das gemacht haben. Ah, okay, Sido, ja, klar. Ja, Sido, 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 ich lese es gerade, Entschuldigung. Genau. Aber okay, die ganze Band hier, kann man sagen, okay, wir haben keinen Bock auf Fame, Ruhm und so weiter. Aber dass wir hier kurz mal reingehen, Axel, kann natürlich auch damit zu tun haben, okay, wir wollen gar nicht, dass alte Kameraden uns erkennen oder Antifa-Seiten oder sonst irgendwas oder auch Verfassungsschutz und so weiter. Kann dann das große Marketing dahinter sein, gar nicht, dass es Marketing ist, sondern ein Muss, oder? Das wäre ja zu klären, ja. Die Frage ist ja, sind die von Anfang an dann auch so aufgebaut worden mit diesen Masken und warum ist die Identität dann geheim gehalten worden? Also, das sind ja alles schon Dinge, wir reden hier nicht über irgendeine sich selbst hochgearbeitete Band, die irgendwo im Ghetto gerappt hat, dann entdeckt wurde, wo man sagt, so, hey, keiner soll wissen, wer ich bin, weil ich bin Gangster. Wir reden ja hier auch schon von kommerziell aufgebaute Strukturen, ja, die halt richtig gepusht worden sind. Weil wie gesagt, Universal ist nicht irgendein Hinterhofplattenvertrieb, sondern ist ja schon eine große Marke mit riesen PR-Abteilung, die, denke ich mal, auch durchleuchtet hat, wer da ist. Und dann wäre die Das Frage ist zu die klären, Frage, ob Axel, die, das ist die ja, Frage. die Frage, dass sie dann bewusst vielleicht gesagt haben, Nee, ne, oder einfach, ja. ja gut, die haben jetzt ihr Publikum und, Bart, Dankeschön, die haben ihr Publikum und komm, mach mal. Also da sitzen dann Leute und sagen, keine Ahnung, sind einfach irgendwelche Deutschrocker, scheiß drauf. Ja, jemand, der da irgendwie Management ist, 30 Jahre, hat sich noch nie mit Extremismus, mit Rechtsrock beschäftigt und so weiter. Texte, ja gut, ein bisschen systemkritisch, geil, wie die Onkels, hier haben wir die nächsten Onkels. Wir machen Millionen. Also, ich glaube, das kann auch durchhuschen. Trotzdem eine Verantwortung, aber kann auch Ja, durchhuschen. na klar, aber dann wäre trotzdem immer noch die Frage zu klären, wie dann diese Leute erklären, dass sie halt dann geheim gehalten werden sollen, deren Identitäten. Ne? Das ist ja, also weiß ich nicht, wenn ich Produzent wäre, vielleicht bin ich da auch naiv und das Game ist ein anderes, also, aber ich würde mir schon vorstellen, wenn ich Produzent bin und Leute auch dann promote und pushe, ja, dass die bis in die Charts kommen. Also wir reden hier über eine Band, die in den Charts hoch angesiedelt gewesen ist, ja, nicht irgendwo auf drei Konzerten gespielt hat, dann stelle ich mir doch die Frage, ja, warum wollen die Jungs nicht irgendwie Gesicht zeigen? Warum wollen die anonymisiert werden dazu auch noch? Ne? Das ergibt ja eigentlich erstmal keinen Sinn, weil es ja auch ein Hemmschuh für PR ist, ne? Wenn man nicht schon mit dieser Maske halt aufgebaut wird, wie jetzt Slipknot und so weiter und so fort. Also da bin ich ein bisschen überfragt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht durchgerutscht ist und die Leute gesagt haben, hier, oh, keine Ahnung, ist mir egal, was früher war. Oder dass bewusst die Entscheidung getroffen wurde, oh, wir möchten kein Risiko eingehen, ihr könnt ja Erfolg haben, aber darf bloß keiner wissen, wer ihr seid. Ne? Genau, ich Das muss wäre die große Frage. Ne? hier auch sagen, wir reden hier teilweise von den Bandmitgliedern aus Verbindung und so weiter, Ende der 90er, Anfang der 2000er, aber auch Mitte der 2010er sollen noch Dinge passiert sein. Und da müssen wir gucken, okay, gab es mal eine Distanzierung, gab es einen Ausstieg, ja, und so weiter. Und das sind Dinge, die vielleicht hier fehlen, aber kommen wir zu, ich würde den Artikel jetzt nochmal vorlesen, damit wir
alle auf dem gleichen Stand der Dinge sind. Und das ist schon eine Sache, die mich beschäftigt, wenn so ein Forum geboten wird. Also, die Bühne ist fast dunkel, immer wieder zuckt Licht auf und lässt die schwarz-weißen Masken der vier Bandmitglieder kurz erstrahlen. Ihre Gesichter sieht man nicht, der Frontmann singt: Holt euch die Straße zurück, Stein für Stein. Inbrünstig grölt das Publikum: Stein für Stein. In anderen Liedern heißt es: Deutschland, Deutschland werde mit voller Wucht an die Wand gefahren, seine Bürger seit Jahren unfähig indoktriniert. Es gibt sogar einen Aufruf zur Gewalt, wir gehen zusammen und zur Not auch über Leichen. Also diese Texte sind für mich noch nicht, ja, also ja. Ja, aber ist schon also harter Tobak. Also muss dazu sagen, in der Musikindustrie gibt es ja immer auch wieder Bands, die ultra extreme Texte von sich geben, sei es im Rap, Genau. sei es aber auch hier feine Sahne, Fischfilet, ja, die auch wirklich da eine Antisystemhaltung und einen Hass auf Polizisten in ihren Texten dann freien Lauf lassen. Aber wenn ich das jetzt so höre, unabhängig von wem es kommen würde, wir gehen über Leichen, also ist schon eine harte Ansage, ne? Genau, es ist dann immer so ein bisschen, wenn man Background und so zusammenpackt, ja, also so, verstehst du, wenn das irgendjemand anderes so singen würde oder wenn wir englische Texte mal übersetzen würden, würden wir, glaube ich, hinten rüberfallen teilweise, ja. Deswegen, die Mischung macht es nachher so ein bisschen, ja. Juden als Ratten diffamiert. Auch antisemitische Anklänge sind an diesem Abend zu vernehmen. Die Medien seien gekaufte Marionetten, jetzt, ne? Sind gekaufte Marionetten von Schlüsselwärtern bezahlt, finanziert von jenen, die du schon dein ganzes Leben hast. An anderer Stelle geht es um Wölfe und Ratten, jene Tiere, mit denen Nationalsozialisten gerne sich und Juden verglichen. In dem Lied sind die Wölfe das Licht und und Ratten der Schatten. Da muss man sagen, das ist schon, also das ist das, was ich meinte, wenn du das Erste und diese Dinge in den Kontext zusammenpackst, dann erkennen wir hier, sage ich, sind wir hier. Sind wir hier im Bereich des Rechtsrock, ne? Absolut, definitiv, also ohne Frage. Es ist der 21. Mai vergangenen Jahres. Die Rockband Weimar tritt in Bad Berka auf, nur 12 Kilometer von der Stadt entfernt, nach der sie sich benannt hat. Die Musiker stellen ihr Debütalbum vor. Im selben Monat erklimmt es Platz 5 der deutschen Albumcharts. Ein Erfolg, den die Band vor allem der Universal Music Group zu verdanken hat, dem größten Musikkonzern der Welt. Universal vertreibt das Album. Wieso aber fehlt ein milliardenschweres Unternehmen einer Gruppe zum Erfolg, die demokratiefeindliche, gewaltaffine und kaum kaschierte judenfeindliche Texte singt? War es Unachtsamkeit, Täuschung oder Profitgier? Der Fall von Weimar wirft viele Fragen auf. Masken als Markenzeichen. Es fällt auf, dass sich die Musiker von Weimar niemals mit ihren Gesichtern zeigen. Die Masken sind ihr Markenzeichen und sie nennen auch nicht ihre wahren Namen. Dafür dürfte es einen simplen Grund geben. Nach Spiegelrecherchen stammen mehrere Mitglieder der Band aus einschlägigen Neonazi-Szene Thürings. Ein Mitglied ist Konstantin P., 45 Jahre alt. Bei allem, was mit der Band zu tun hat, nennt er sich Till Schneider. Laut Behördenakten war P. bis Mitte, Ende der 90er Jahre Mitglied der Dragoner, einer Neonazi-Band, die im Visier vom Verfassungsschutz und Landeskriminalamt war. In ihren Texten leugnen die Dragoner den Holocaust und singen von 6 Millionen Lügen. Es geht um die Diktatur der Demokratie, den Plan, Verräter standrechtlich zu exekutieren. Ihr Streben, so tönt die Band, gelte dem reinen weißen Blut. Ein anderer Bandkollege, Steffen P., der sich bei Weimar Kurt Ronny Fiedler nennt, war 2005 auf einem rechtsextremen Konzert in Andesleben. Seine Daten wurden vom thüringischen Staatsschutz aufgenommen. Die Beamten notierten damals noch weitere Namen: Christian P. Christian P. ist heute 37 Jahre alt. Er kennt nicht nur das Weimar-Mitglied Steffen P. seit langem, sondern auch dessen Bandkollegen Konstantin P. 2015 hat er mit ihm ein gemeinsames Album herausgebracht als Encore United. Einige Texte und Melodien ähneln denen von Weimar sehr. Mitte der 2000er war Christian P. immer wieder im Visier der Sicherheitsbehörden, weil er unter anderem illegal Waffen besessen und vertrieben sowie Nazi-Propaganda verbreitet haben soll. Ihm wurde zudem die Bildung bewaffneter Gruppen vorgeworfen. Die Behörden zählten ihn zum Nationalen Widerstand Weimar, einer Gruppe, die damals die bereits verbotene Blattnarr-Organisation unterstützte. 2004 half er außerdem Ralf Wohlleben, den inzwischen verurteilten Unterstützer des Neonazi-Netzwerks NSU, bei der Organisation der Demonstration. Also wir reden hier nicht über, ja, damit wir hier nicht denken, okay, hier werden so ein paar arme Musiker an die Wand gedrängt, ja, von Systemmedien, die hier mal kritisch gesungen haben, ja, wehr dich gegen die da oben, ja, oder hier, ich finde den Staat scheiße, ist alles okay, ne? Aber wir reden hier über Hardcore-Neonazis, Axel, oder?
Absolut. Also auch da muss man sagen, das ist ja gern dieser Vorwurf, der dann aus bestimmten Ecken kommt. Ihr wollt keine Kritik, ja, und ihr wollt jetzt nur Systemmeinung und das sind doch Patrioten und die haben doch zum Nachdenken angeregt. Nee, das haben sie nicht. Das wäre auch vollkommen legitim, das wäre vollkommen in Ordnung. Die haben zu Hass aufgestachelt, die haben zu Wahnsinn, Hass danke, danke. aufgerufen, die haben Extremismus propagiert. Ja, und das ist ganz klar Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blut der Neonazi-Szene, um mal in deren Vokabular zu bleiben. Ja. Das ist so, ich muss mal ganz kurz einmal, damit wir es einmal einspielen. Ja. Thüringen. 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 Immer wieder Thüringen, was soll ich dazu sagen? Aber nur, dass man diese Verbindung auch sieht, ja. Dazu muss man wissen, besonders die neonazistische Musikszene ist inzestiös, ja. Die Mitglieder werden untereinander hin und her getauscht, es werden Bands gegründet. Der spielt bei dem Schlagzeug, der singt dort, der spielt Gitarre in vier Bands. Es gibt dann zwei, drei Studios, dort wird aufgenommen. Das ist alles bekannt. Also die sind untereinander. Und dann gibt es diese Überschneidung mit NSU, mit Waffenverbreitung und so weiter und dann als Band. Und dann darf man das nicht vergessen, die gehen dann in die Charts und verkaufen dort. Das kann die rechtsextreme Szene als Erfolg feiern, aber für die Jungs, wenn die ausgestiegen wären und hätten ihr Weltbild überdacht, hätten sie jetzt nicht ihr ganzes musikalisches Leben ruiniert. Ja, ob es dann nicht, selbst wenn man einen Wandel gemacht hat, ob man den nicht lieber hätte öffentlich machen müssen mit dem Widerstand der Kameraden, das schmeiße ich auch schon mal in Raum. Aber wir machen weiter. Holocaust-Leugnung und Gewaltfantasien. Zu der Zeit machte Christian P. auch schon Musik. 2002 veröffentlichte eine CD unter dem Namen Murder Squad. Die kenne ich noch, die CD Murder Squad wurde komplett schon illegal produziert, war gar nicht der Versuch, die legal auf den Markt zu bringen. War nach meiner Meinung, ging das so in die Richtung Hardcore, ging das nach meiner Meinung. So ein Misch daraus. Auf dem Cover ist ein Hakenkreuz zu sehen. In den Texten heißt es, die Deutschen kommen, ihr Juden habt Acht, denn eure Vernichtung wird zum Ziel uns gemacht. Oder Kameraden, steht auf, nehmt die Waffen zur Hand gegen Bonzen und Juden, es geht um unser Land. An anderer Stelle wird der Holocaust geleugnet. Lager gab es in Wirklichkeit nicht. Das hat der Jud sich ausgedacht, damit er noch mehr Kohle macht. 2005 wurde die CD als jugendgefährdend indiziert. Ja, also, das ist wichtig, dass dieses Gedankengut, wenn man das auch mal hatte, und besonders Axel und ich haben Schuld auf uns geladen, was Ideologie angeht, was die Beeinflussung von älteren und jüngeren Kameraden angeht. Wir haben Menschen radikalisiert, wir haben zur Gewalt aufgerufen, dessen sind Axel und ich uns bewusst und haben Schuld auf uns geladen. Aber, und das große Aber, das ist hier notwendig ist, wir haben uns mit uns beschäftigt, mit unserem Tun und haben dafür professionelle Hilfe in Anspruch genommen, dieses Weltbild und unsere Menschenfeindlichkeit zu bearbeiten. Deswegen steht es natürlich auch diesen Musikern zu, auch wenn sie 2002 diese CD aufgenommen haben und irgendwie aktiv waren, steht es denen auch zu, das überarbeitet zu haben. Aber dafür gibt es bis jetzt bei diesen Menschen keinen Hinweis, die in dieser Band aktiv sind, dass sie irgendwann auch nur annähernd ihr Gedankengut überarbeitet haben. Und wenn man dann die Texte trotzdem wieder nimmt und man spricht heute wieder von Licht und Schatten und Wölfen und Ratten, dann ist das für mich, ist da ideologisch, ist es vielleicht besser verpackt und wir wollen damit Geld machen und so weiter und wir wollen alle den Stinkefinger zeigen. Deswegen kann ich sagen, Props gehen raus an den Spiegel, dass man sagt, dass man hier journalistisch hinterher ist und sagt, okay, da geht man mal ran und das ist Journalismus. Also egal wie, der Spiegel wird das mit Sicherheit rausgebracht haben, auch in dem Glauben, Universal könnte dagegen klagen oder sonst was, wenn das nicht stimmt. Ich weiß, dass im Spiegel auch schon man muss das auch mal davon ausgehen, wenn du 10.000 Berichte rausbringst, hast du immer eine Fehlerquote drin, Axel, ne? Das ist nun mal so, ne? Das wird uns allen passieren. Aber ganz klar ist das hier, das ist Props gehen raus hier für Journalismus, solche Dinge offenzulegen, oder? So ist es. Also ich habe hier gerade auch schon mal geantwortet. Einer kam dann an hier, Drecksau, netter Name, fragte, also macht man nur gute Musik, wenn die Meinung stimmt, egal wie weit man in den Charts steigt. Wo ich denke, ja, wir reden ja nicht über Gitarrengriffe oder über den Sound, über das Setting, ja, also wir reden ja über Hintergründe. Und gerade das ist ja wichtig, dass Leute hier nicht jemanden auf den Leim gehen, der diese Musik auch benutzt, um Leute in andere Strukturen heranzuführen. Ja, denn wenn hier dann wieder schon von Systemkritik die Rede ist und Deutschland wird an die Wand gefahren und sie spritzen euch hier sonst irgendwas,
Ja, dann ist es halt ein Unterschied, ob da Leute stehen, die noch in der Demokratie verhaftet sind, ja, oder ob da Leute stehen, die aus dem Extremismus entstammen, die sich Genau so. nie gegen diesen Extremismus irgendwie gewendet haben, geschweige denn davon distanziert oder Aufklärung darüber betrieben haben, ja, die vielleicht immer noch Extremisten sind, ja, ob das so ist, das müssen wir jetzt noch mal erforschen, ja, und das möchte ich schon wissen, ja, auch wenn eine Musik gut ist, wenn da ein Extremist singt, wenn da ein Antisemit singt, wenn da ein Rassist singt, dann möchte ich das nicht konsumieren, einfach weil ich diesen Leuten dadurch kein Geld, keine Geltung und keine Möglichkeit verschaffen möchte, Menschen für sich zu gewinnen. Und das Ganz muss man auch einfache mal, Geschichte. und das muss man auch mal ganz klar sagen, viele Leute wollen nicht, wissen nicht, dass das ehemalige Neonazis oder Nazis sind und würden dann die Musik von Weimar nicht konsumieren. Die haben das gehört mit einer Art Wut vielleicht, ja. Besonders auch Onkelz Freiwild und auch andere Bands und so hören ja auch, holen ja auch teilweise Leute ab, so, ne? Irgendwie so immer dieses Rotz auf den Boden und Schlag gegen die Wand und wehr dich, mach dich stark, du bist hart, du bist ein richtiger Kerl und weiß ich nicht, zerquetscht 24 Dosen Bier in der Hand und schlag eine Kartoffel gegen die Stirn oder so, ja, also so irgendwie Wut, ja, das ist völlig legitim. Man darf wütend sein, jeder darf diese Wutmusik auch hören und sich abgeholt fühlen. Aber wenn du eigentlich dir das darum geht, dass du irgendwie Wut und Frust loswerden willst und das machen Neonazis und du bist eigentlich kein Neonazi und du bist kein Rechtsextremist, dann wollen viele Leute, was ich gesehen habe in den Kommentaren darunter, sind viele Leute von der Band auch enttäuscht, die diese Boxen gekauft, die CDs gekauft hat, die Musik und sonst was, diese Band unterstützt haben, die wollen mit Neonazis nichts zu tun haben. Im Endeffekt haben sie auch ihre Gefolgschaft verarscht. Punkt. Natürlich, logisch. Ja, sie haben in dem Sinn ja ein Mimikry betrieben. Ja, also unter Masken aufgetreten, wo man sagen kann, okay, wenn das zum Konzept gehört, ja, aber wenn es darauf abzielt, zu verstecken, wer man wirklich ist, um seine Hintergründe, seine Herkunft und seine vielleicht noch vorhandenen Ideen und Pläne im Kopf zu verschleiern, dann ist das schon eine harte Nummer. Ne? Und dann würde ich mir genauso als Fan verarscht vorkommen, würde sagen, boah, Alter. Jetzt kommt diese Kritik, die ich noch teilen konnte, oder jetzt kommen diese Aussagen, aber in einem ganz anderen Kontext rüber und da gehe ich dann nicht mit. Und diese Möglichkeit muss man den Menschen halt eben auch immer wieder gewähren, weil es gibt nichts anderes, was besser ist als größtmögliche Transparenz. Und wenn jemand nicht transparent sein will, wenn jemand ein Problem damit hat, Gesicht zu zeigen und zu dem zu stehen, was er früher gemacht hat, weil er sich vielleicht nicht distanzieren will, weil die Kumpels sind noch dabei und war ja vielleicht alles gar nicht mal so schlimm, dann hat eben auch der Konsument und hat der Käufer ein Recht darauf, das zu erfahren, um sich dahingehend ein Bild zu bilden. Ja? Und wenn jetzt andere hier sagen würden, mir ist das doch scheißegal, ich finde die Musik geil, ich höre die, könnt ihr auch gerne machen, aber ihr dürft anderen nicht die Möglichkeit nehmen, eben sich dazu zu positionieren, denen das wichtig ist, so wie uns zum Beispiel. Axel, man muss auch dazu sagen, ja, also Christoph W. schreibt hier, grüß dich, mein Lieber, sehe ich anders, man muss die Kunst vom Künstler distanzieren. Ich höre Michael Jackson und lese Harry Potter. Nee, das glaube ich geht gerade nicht. Also ich finde diese Harry Potter-Diskussion, die ging an mir völlig vorbei, weil ich es einfach war, weiß Es ich kommt nicht. auch da, es kommt auch da auf den Kontext an, also dass jetzt Joanne K. Rowling dann von einigen Gruppen da Diskriminierung bezichtigt wird, das ist nicht schön. Ja, aber sie steht zu ihren Ansichten, jeder weiß, was sie gesagt hat, das ist Teil des Diskurses. Ja, und wenn dann jemand für sich entscheidet, ich will die Frauen nicht weiter unterstützen, die Bücher nicht kaufen, ist das genauso legitim, wenn jemand sagt, mir ist das vollkommen egal, was der Autor sagt. Ja, aber wir reden halt hier über eine Band, die jetzt nicht aufgetreten ist und vollkommen unpolitische Texte gesungen hat und vollkommen hier gute Laune, Party und alles toll, super, sondern eine Band, die auch wieder in eine bestimmte Richtung in ihren Texten gegangen ist, ja, die auch wieder hier eine Brücke gebaut hat zu einer Ideologie, zu einer Haltung, die sich einfach dann nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befindet und die gefährlich ist, gerade für Jugendliche und junge Konsumenten, die vielleicht da eben keine Resilienz haben, weil sie denken von wegen, ach, normale Band hier in den Charts und alles legitim. Ja, und plötzlich stehen dann ganz andere Leute neben denen mit ganz anderen Themen und Thesen im Kopf. Und das ist die Gefahr, die ich natürlich weder bei Michael Jackson sehe noch bei Harry Potter. Also Ja, Harry Potter also ist wir müssen kein jetzt auch mal, Problem. Axel, wir müssen jetzt auch mal hier, Leute, also wir machen jetzt hier keine Gesinnungspolizei, das machen wir bei anderen Dingen, können wir das manchmal machen und das ist unser Auftrag, Rechtsextremisten, Extremisten aufzudecken, die aufzuzeigen und so weiter. Das ist den Auftrag, den Axel und ich uns gegeben haben. Aber pass mal auf, Leute, wir reden hier, ich habe es gerade vorgelesen, wir reden hier über Christian P. Ja, Murder Squad, auf dem Cover ist ein Hakenkreuz. Ja, da wird offen gegen Juden, gegen Bonzen gehetzt, Holocaust geleugnet und so weiter. Wir reden hier nicht über jemand, der was verschleiert. Hier schreibt gerade jemand drin, ja, bei dem neuen Lied bei Weimar ging es darum, um Kinderschutz oder sonst irgendwas.
Woher willst du wissen, was die Band meint? Klar können die es nach außen sagen, aber trotzdem lachen die sich schief, wenn die von Wölfen und Ratten sprechen und im Proberaum sagen sie, wir wissen ja, welche Ratten wir meinen und alle lachen. Also nun mal, aber Butter bei der Fische. Ne? Wir reden hier nicht über irgendeine Deutschrockband, die sich mal im Text vergriffen hat und hat gesagt denen mal was rausgerutscht ist. Tut mir leid, ich sag's jetzt mal so. Sondern hier reden wir über Neonazis. Wir reden über Leute, die aus dem Umfeld von Thüringen kommen. Und ich lese jetzt nochmal weiter, damit das hier mal auch klar ist. So. Guck mal, HL, guck mal, da ist jemand ganz Spiegel, ist ja dank Relotius für die Richtigkeit und Wahrheit der Berichterstattung bekannt. Meine Güte, meinst du, der Spiegel wollte das so? Der Spiegel, der wurde doch mit verarscht. Oh Gott, da ist jemand wieder richtig schlau. Aber auch wieder, weißt du, einmal ein Fehler, weißt du, da kann man ja alles mit diskreditieren. Ja. Letztlich ist es aufgearbeitet worden, letztlich ist sich der Verantwortung gestellt worden. Ja, und wie viele Jahre ist das her mit der Relotius-Presse und so weiter und so fort? Klar gibt es im Medienbetrieb Probleme. Klar hat der Spiegel auch mal ins Klo gegriffen. Ja, aber das ist doch nicht repräsentativ für das gesamte Format. Wie viele super Beiträge haben die gemacht? Wie viel waren Bomben recherchiert? Wie viele Sachen haben die aufgedeckt? Aber spielt alles keine Rolle, weil ich habe jetzt hier einen Thema und eine Sache, wo ich sagen kann, da ist mal was schiefgelaufen. Boah, Junge, ganz ehrlich, weißt du, hast du als Kind mal Scheiße gebaut, dann halt die Fresse, dann bist du immer noch jemand, der Mist baut. So könnte man genauso argumentieren. Könnte man dann argumentieren. Wer einmal einen Fehler macht, ist komplett diskreditiert oder was? Axel, ich muss noch einen Kommentar nehmen, noch auch, bevor ich zu Ende lese. Hamster Phoenix schreibt: Es wird aber aktuell auf Biegen und Brechen versucht, sämtliche künstlerische Werke in einen gesellschaftlich-politischen Kontext zu setzen, und das ist falsch. Das stimmt nicht. Hier geht es darum, dass Neonazis hier ihre Identität verschleiert haben, sich ein Alias gegeben haben und über Musik immer noch hetzerische, versteckte Botschaften senden, die in der Hardcore-Neonazi-Szene waren. Keiner hat gesagt, die Band darf ihre aktuellen Texte nicht singen und verbreiten, sondern es geht darum, dass Neonazis dort die Universal vielleicht ausgedribbelt haben und so weiter. Darum geht das. Keiner hat gesagt, dass die Band Weimar ihre Texte hätte umformulieren müssen. Das hat niemand gesagt. So, okay, wir lesen trotzdem mal vor. Es scheint eine sehr hitzige Diskussion hier zu sein. Bitte. Sondern es geht hier um den Fall, es gibt sehr viele Bands, die singen, also, das wird sich immer, ich kann manchmal nicht mehr, Axel. Das ist so diese Verschwörung. What aboutism pur, ne? Ich kann manchmal nicht mehr, ich bin froh, mein Wochenende ist, manchmal kann ich nicht mehr. Das ist so diese Verschwörung, Axel, weißt du, bei den Proberäumen, da kommt jetzt der Verfassungsschutz, zwei Schlapphüte und sagt, gib mal die Texte her, die schreiben wir jetzt um, das darfst du nicht. Das ist doch absoluter Blödsinn. Musiker haben eine mega weite Bandbreite von links bis rechts. Guck dir an, wie viel legalen Rechtsrock es gibt und legalen linksextremen Rock es gibt, die menschenfeindlich, die staatfeindlich sind und so weiter. Natürlich muss es Grenzen geben. Meine Güte! Kauft euch mal die Schlachtruf-BRD-Sampler, die haben wir damals auch gehört, ja, und letztlich auch der Rap. Natürlich gibt es überall Dinge, aber das ist ja auch in gewisser Weise legitim, ja, und wir wollen ja eben hier auch nicht irgendwo für eintreten, dass wir jetzt nach Verboten schreien. Es hat auch keiner von uns gesagt, hier Weimar, alle weg und verhaften und einsperren. Nein, aber es geht darum, dass aufgeklärt wird, damit ein Diskurs stattfindet, damit, wie wir es hier tun, darüber gesprochen wird. Und nochmal, keiner braucht hier ankommen, Zensur. Niemand hat nach Zensur geschrien, niemand hat gesagt, wir wollen die Leute hier canceln oder sonst irgendwas, aber was wir sagen, wir müssen wissen, wer es ist, wir müssen wissen, in welcher Szene sie sich bewegen, wir müssen wissen, wie sie zu diesen Themen jetzt stehen, ja, ob noch Kontakte vorhanden sind, ob Gedankengänge noch vorhanden sind, und wenn man das weiß, kann man sich dazu verhalten und muss man sich dazu verhalten. Axel, wenn die Band auf dem Stadtfest spielt und da gucken 2000 Leute zu, ich will nicht auf dem Stadtfest stehen, dass die Band Weimar da als aktive Neonazis dort hinter Masken Botschaften verpackt in die Menge grölt. Will ich nicht. Ich will, dass das aufgezeigt wird, wenn das Neonazis sind. Ja, das sind Neonazis. Punkt. Ja, darum geht's. Das ist das, worum es hier geht, ja. So. Zahlreiche Indizien deuten darauf hin, dass Christian P. als Sänger ebenfalls Mitglied der Band Weimar ist. Sein Name in der Gruppe Richard Wegner. Ja, Wagner umgetauscht für Weimar, na gut. Für gesellschaftliche Belange nutzte er offenbar weitere Aliasnamen, um seine Identität zu verschleiern.
Wie aber kam es dazu, dass Universal das Album einer solchen Band vertreibt? Kaum hatten die Musiker ihre neue Band Weimar gegründet, war das Plattenlabel Rookies and Kings involviert. Nachweislich hat einer der Geschäftsführer des Labels bereits 2016 die Domain weimar.band, weimar.site, weimar-shop.com registriert. Auf Anfrage teilte Rookies und Kings mit, dass man anfangs eine Zusammenarbeit erwogen und deswegen die Domains registriert habe. Zustande gekommen sei diese dann nicht. Man habe heute keine Geschäftsbeziehung mit Weimar. Doch, es gibt personelle Verbindungen. Rookies and Kings wird von einem Mann mitgeführt, der nicht nur Manager von Freiwild ist, jener erfolgreichen Band aus Südtirol, der vorgeworfen wird, in ihren Texten rechtsextremes Gedankengut zu verharmlosen, was diese bestreitet. Der Mann hat früher auch für Universal gearbeitet, hatte er die Band an den Weltkonzern vermittelt. Hier muss ich wieder einen kurzen Schnitt machen. Ich persönlich sage, Freiwild hat keine rechtsextremen Texte. Hier schmeißt der Spiegel mit Begriffen um sich, wo ich sage, Freiwild verharmlosen auch nicht rechtsextremes Gedankengut. Auch Freiwild hat sich auch schon positioniert und so weiter. Auch ich hatte da Kontakte, denn es ist leider nie zu einem Interview gekommen. Es wird immer nicht darauf reagiert, auch wenn ich den Sänger kontaktiere. Der hätte gerne mal hier kommen können zu einem Stream zu uns und so weiter. Schreibt alle mal Philipp Burger an. Ja, schreibt ihn bei Instagram alle an. Er soll gerne mal in den Stream kommen. Hier geht es nicht um jemanden herabzuwerten, sondern einfach mal zu sprechen, wie positioniert sich Freiwild, wie werden die Texte interpretiert. Da beschäftigen Axel und ich uns damit sehr intensiv und können darüber sprechen. Rechtsextrem und Freiwild, das sehe ich nicht. Und da muss man auch aufpassen, das muss man sagen. Aber personelle Überschneidung ist dann schon immer, wo ich sage, okay, ne, weil eins weiß ich, in der Musikszene, besonders wenn es um Deutschrock und um nationalistische Musik und Nazi-Musik geht, da gibt es halt Verbindungen. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Freiwild in irgendeine Richtung Kontakte hat zu irgendwelchen rechtsextremen Bands. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wie gesagt, auch da lasse ich mich gerne belehren, aber das musste kurz gesagt werden. Rookies und Kings bestätigen, dass dieser Mann den Vertrag für Weimar mit Universal abgeschlossen hat, über seine eigene Firma Harder Entertainment. Und ja, er sei auch mal Inhaber einer weiteren Firma gewesen, gemeinsam mit Weimar Bandmitglied Konstantin P. Weder Rookies und Kings noch Harder Entertainment allerdings wollen etwas von der Vergangenheit der Bandmitglieder gewusst haben. Konstantin P. habe ihnen gegenüber bestritten, Mitglied bei Dragonern gewesen zu sein, teilten sie mit. Und Christian P. sei ihnen nicht als Weimar Mitglied bekannt. Man distanziere sich entschieden von Einstellungen und Handlungen, wie sie aus den von Ihnen übermittelten Informationen erkennbar werden, heißt es weiter. Man prüfe die Fälle nun, die Gruppe Weimar antwortet auf die Fragen des Spiegels nicht. Auch hier hätte ich gesagt, wenn so eine Anfrage kommt, geht in die Offensive, sagt was dazu. Schweigen ist für mich, schon sowas wie ein stilles Zugeständnis. Ne? Okay, wir sind entlarvt, enttarnt worden. Wir haben eben darüber gesprochen, also ich habe ja auch ein bisschen Consulting für PR gemacht, ja, und das wäre das Erste, was dir jeder in der PR sagt, wenn so ein Angriff kommt, der so elementar ist, der dazu führt, dass die gesamte Karriere beendet wird, muss man schnell und sofort reagieren. Also wenn jetzt morgen irgendjemand ihren Artikel rausbringen würde, der Philipp und der Axel haben dies und jenes gemacht, ja, was nicht der Wahrheit entspricht, was uns in einem schlechten Licht dastehen lässt, würde ich doch sofort reagieren. Da stelle ich mich doch sofort hin und sage, Alter, ihr, ne, ich sag falsch, stimmt nicht, auf keinen Fall. Oder man kann ja auch dann nach vorne gehen und sagen, ja, stimmt, vor 15 Jahren, da waren wir halt doof und haben als Jugendliche Scheiße gebaut und sind in eine Szene abgerutscht, da haben wir heute überhaupt nichts damit zu tun, wir sind raus. Aber es wird ja gar nichts erklärt. Es wird sich ja einfach verpisst, ne, weil man dazu nichts sagen möchte. Und das lässt für mich zumindest den Schluss zu, dass man sich auch nicht äußern kann, weil man noch Teil dieser Szene ist. Ja, weil man sich da nicht distanzieren möchte, weil man weiß, dann sind die Verbindungen, diese Strukturen auch abgeschnitten. Ja, und das hat zumindest ein Geschmäckle. Ja, ist jetzt so eine Vermutung, weil kein Beweis. Aber nochmal, wenn ich jetzt hingehe und greife mir jetzt mal einen raus und sage, hier Christoph W., ne, hier deine Kontakte, du schreibst doch hier für die NPD. Ja, du bist doch hier für die NPD, um uns auszuspionieren, um Daten abzugreifen. Ja, und der Nächste hier, Mess R., du bist für die Salafisten hier, du sollst hier rumpöbeln, du sollst Leute gewinnen auf diesem Kanal, die auf salafistische Kanäle kommen, da würden die doch sofort schreiben, Alter, was hast du denn geraucht, ey, ne? Ich sag, was denn hier los, ne? Alles nicht wahr, ne? Aber dann einfach nichts zu sagen und sich eben schön zu verdrücken, ist schon komisch, weil auch kein normales Verhalten in so einem Metier. Genau. Ne? Also ich muss auch sagen, jemand schreibt hier, die werden versuchen, das auszusitzen, das kann man nicht aussitzen. Also da wird keine Tournee mehr stattfinden und so weiter, die wird keiner mehr auftreten lassen. Das ist ganz klar, das Ding ist beendet. Also die können die Musikkarriere
Ben, da wird es keine Konzertveranstalter mehr geben, die da arbeiten. Und die Musiker, das weiß man, die leben heute von den Auftritten. Das, was bei Spotify oder sonst was rüberkommt oder die Boxenverkäufe, ja, wenn du das durch Mehrwertsteuer abziehst und dann nachher noch Einkommensteuer zahlst und in der Band sind 4 Mitglieder, ja, das ist ein toller Bonus mal, aber das reicht nicht zum Leben. Bei mir reicht es leider auch nicht zum Leben, ganz knapp an der Armutsgrenze, ja, deswegen Werbung, Leute, Dankeschön, wer das hier unterstützen möchte, der darf das gerne tun. Und zwar mit, so muss ich das mal machen, und zwar bei ZEG Plus mit Philipp 10 könnt ihr 10% sparen, Dankeschön. Hier muss ich nochmal einblenden, Dankeschön. Checkt das mal aus, alles rund um Eiweiß, Klamotten, Gesundheit und so weiter. Dann natürlich, zu Axels Enttäuschung bin ich jetzt ja Hybridmensch geworden. Ich versuche 2, 3 Tage mich vegetarisch zu ernähren. Ansonsten gibt es von Beef Bandits und da gibt es auch vegetarische Patties. Es gibt, also ich bin jetzt ein Hybridmensch und bei den Beef Bandits mit Philipp 10 könnt ihr 10% sparen. Dankeschön. Da gibt es alles rund um Fleisch, aber auch Veggie-Sachen. Guck mal, könnt ihr mal sehen. Hate incoming. Also, und dann bei King unter den Kongs gibt es alles rund ums Buch, Spiegel-Bestseller. Auch da seid alle bitte drauf bereit. Ich möchte, dass ihr alle bis zum März, April bitte 20 € anspart, dass wir Axels Buch kaufen können und dass wir das. Dass wir das pushen, alle bis dahin sparen und dann machen wir einen Stream und an dem Tag hauen wir Axel raus und bestellen bei Axel 2, 3, 4, 5.000 Bücher und pushen ihn dort auf die Spiegel-Bestsellerliste. Für die ganze Familie kaufen, Leute. Ich sag's euch direkt, nicht nur einzeln, sondern direkt hier und für denkt Freunde, an Hunde und Katzen sind Familienmitglieder. Ne? Ne? Und beim Einmal, beim Einmal lesen, aber auch dann wegwerfen, neu kaufen. Ey. Okay, also wie gesagt, checkt das aus. Wer uns mal in der Prävention live sehen möchte, an Schulen in der Prävention gegen Rechtsextremismus, mit klarer Kante gegen Extremismus jeglicher Couleur, der kann sich über extremislos.de informieren. Und Dankeschön, dass ihr mit dabei seid. Und wenn ihr uns supporten möchtet, dann am besten hier über Kanalmitgliedschaft bei Twitch, Prime-Abo oder bei Patreon. Die Links sind bei YouTube drunter. Dankeschön. Ansonsten checkt den Axel aus. Einfach Axel Reitz irgendwo eingeben. Ich habe es ausprobiert. Überall kommt dann auch wirklich Axel Reitz raus, wo man Axel Reitz eingibt. Also, ich würde es den letzten Rest überall, gerne. Überall wäre jetzt schlecht, wenn der ein oder andere mit seiner Freundin abends einen FSK 18-Film guckt und ich dann plötzlich aufploppe, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Und also, der Abend ist gelaufen, bitte Axel. Nach nicht und der Abend ist gelaufen. Zumindestens für die Männer. Aber nur zum Guten, nur zum Guten. Ne? Also ist natürlich, ne? Die Männer versuchen mich zu kopieren und die Frauen wollen mich. Also das ist natürlich gelaufen, ist ja klar. Ne? Axel, wir haben hier technische Probleme. Hier kommt ganz wirres Zeug an. Ich glaube, die Hälfte wird geschluckt hier gerade. Offizielle Videos und Bilder gelöscht. Die Universal Music Group teilt mit, dass Christian P. laut Auskunft von Weimar kein Mitglied der Band sei. Zu den anderen Musikern äußert sich das Unternehmen nicht, allerdings sei die nun zur Kenntnis gelangte Situation absolut inakzeptabel und widerspreche den Werten des Unternehmens. Man habe die Beziehung zur Band deshalb sofort beendet und den Vertrieb ihres Albums eingestellt. Mit dem heutigen Wissensstand hätten wir das Album selbstverständlich niemals veröffentlicht, sagt eine Sprecherin. Tatsächlich sind nach der Anfrage des Spiegels am Dienstag alle Videos und Lieder der Band von der offiziellen Seite des Unternehmens und bei der Musik- und Videoplattform gelöscht worden. Eine Fangruppe dürfte der Band aber treu bleiben. Lieder von Weimar waren bereits auf Querdenker Demonstration zu hören. In einem ihrer Szeneblätter Demokratischer Widerstand gab es im Juni 2022 eine ausführliche Rezension. Die systemkritischen Texte seien mutmachend, hieß es da, und einfach genial. Ja, keine wirkliche Überraschung für mich, dass die Texte da ankommen. Das ist, da kann sich eine Band manchmal nicht aussuchen. Also da gab es auch Sachen, ja, dass Parteien Texte genommen haben und Lieder von anderen. Da kann man sich als Band wenig gegen wehren. Da kann man auch missbraucht werden. Das haben sich viele Bands auch nicht so vorgestellt, besonders tote Künstler, wo dann deren Musik und wie genutzt wird. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist natürlich wieder ein Baustein in dem, wie wir hier raufgucken. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Und ich würde dann gleich mal, damit alle auch mal wissen, über was wir für Musik dann hier sprechen, will ich hier kurz einmal das vorher zeigen. Das ist hier Dragona. Und ich möchte, das habe ich nur mal kurz hier im Internet gefunden. Ich weiß nicht, Axel, kannst du das sehen? Das Warte, Bild? warte, sofort. Nö, ich sehe gar nichts mehr. Das muss ich immer wieder neu teilen. Jetzt warte, ich kann es streamen. Also, jetzt sehe ich es, jetzt sehe ich. Hier ist rechtsrock.de, ne? Gut, das ist so, das ist Dragona, das Demo-Tape. Und nur mal so, dass man drüber spricht. Ich habe mich mit Dragona beschäftigt. Ich habe das Lied leider online nicht gefunden. Aber das Spannende ist, weil hier gibt es gleich einen anderen Zeitungsartikel. Warte. Und wir werden ja auch einige dabei haben, die Rechtsrock damals gehört haben.
So, und welch Zufall das ist. Die Deutschen kommen CD 1 und 2. Das war eine sehr, sehr, eine sehr bekannte deutsche Sampler war das. Den wirst auch du noch kennen, Axel. Ich kenne nicht, der war, da gab es ja nachher unendlich viele von, aber die Deutschen kommen, das war so ein Goldstandard des Rechtsrocks, ne? Genau, fing an mit Die Deutschen kommen 1, wo auch Lanxa dann drauf war. Da waren alle bekannten Bands drauf. Von Stahlgewitter, Lanxa, ich habe es hier, Nahkampf, Kraftschlag, Hauptkampflinie, Kategorie C drauf. Oh, welche Überraschung, ja. Und nur mal als lustige Überschneidung, ich habe auch damals mit Werwolf Records, habe ich die Deutschen kommen 2 nachproduziert. Da hatte ich Thorsten Heise damals um die Erlaubnis gebeten, das nachzupressen zu dürfen. Da hat Thorsten Heise gesagt, jeder wusste, Thorsten Heise wurde, glaube ich, dafür auch verurteilt. Der hat die CD illegalerweise produziert. Auf dieser CD, die Deutschen kommen 1 und die Deutschen kommen 2, die Thorsten Heise produziert hat, da ist Dragona drauf. Und ich erinnere mich auch noch an das Lied, ich habe es nicht gefunden, Kampfzeit. Ich weiß das aber noch, wie das klingt. Ich habe es noch im Ohr. Ich habe es nicht gefunden. Ich hätte es gerne hier gezeigt, damit wir mal so eine Hörprobe dazu haben. Und diese Zufälle mit Thorsten Heise, Thüringen, dann die Band Weimar aus Thüringen, Dragoner, auch die Deutschen kommen 1 und 2. Und das, ich würde sagen, die Deutschen kommen 1 und 2 waren die bekanntesten Rechtsrock-Sampler, die es bis dato gegeben hat. Also würde ich sagen, da gab es bis jetzt nichts Bekannteres in der Zusammenstellung von Bands. Und das sind so Zufälle, wo ich sage, wenn sich solche Zufälle häufen, Axel, da bin ich raus mit Kapitän Zufall. Und es gibt dann einen anderen Artikel, auch wo es dann um die Band Weimar geht, damit man das immer wieder auch hier, damit wir hier nicht, wir wollen hier keine wilde Hetze machen gegen. Thüringen. Ich habe die, ich hab das Lied, was du meinst, ist Kampfzeit von Dragona, das wolltest du haben. Das habe ich übrigens gefunden, ne? Ja, aber zum Abspielen? Also auf YouTube. Ja? Soll ich dir mal die zwei Links schicken, die ich gefunden habe? Nee, ich habe YouTube selber an. Dann gehst du einfach, gibst einfach mal bei Google Dragona Kampfzeit ein. Da kommt als erster Dragona Kampfzeit, YouTube. 6.500 Views, vor 12 Jahren hochgeladen von Gabba Freund 1234. Ja, warte mal ganz kurz. Oh Gott, oh Gott, da kommt es wieder hoch, ja. Aber nein, es ist Kampfzeit in Deutschland. Oh ja, ich hab so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Was hast Genau. du damals gehört Das habe und ich gehört, die Scheiße, ja. produziert? Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Warst du unter Einfluss von alkoholischen oder sonstigen Ja. Substanzen? Ja, und Gehirn-K.O. durch braune Soße, ne? Also, Das war ich auch, aber ganz ehrlich, ich war ja auch vielleicht noch fanatischer und Ja, verblendeter auf jeden früher Fall. als Fanatischer du. war es auf jeden Fall, mein Freund. Also, Aber, ihr wollt jetzt hier keinen Märchenstream draus machen. naja, aber komm, aber hör mal, ich hatte nichts dagegen, ey, hier Axel Reitz leugnet Beziehungen. seine Vergangenheit. Guck mal, da haben Also, wir ich ihn. hatte nichts gegen Homosexuelle, die du in Sumpf schicken wolltest. Und da gibt es ja einige Sachen, da warst du schon fanatischer als ich. Komm, jetzt machen wir mal ein Battle. Wer war der größte Fanatiker damals? Aber was ich sagen wollte, also braune Soße im Kopf ist keine Entschuldigung für schlechte Musik. Ne? Also ich hätte mir sowas damals nicht freiwillig angehört. Ne? Ich sage immer wieder mit Stolz, wer bei mir im Auto saß, wenn wir irgendwo hingefahren sind zur Veranstaltung, da gab es meist Rechtsrockverbot. Immer gesagt, so hier, Alter, so Lanza, okay, gerade noch drin, aber alles andere, so Dragoner oder so, da wäre es mit angekommen, hätte man gesagt von wegen, nee, jetzt wird hier Michael Jackson, We Are the World gehört oder I'm a Barbie Girl oder sonst irgendwas Lustiges, Oha, aber na das, gut, Axel. Alter, nee, komm, Gott sei Dank, nee. dass wir uns im neuen Leben getroffen haben. Ich lasse jetzt Dragona und nicht laufen. Ich weiß nicht, wie es da um die Indizierung steht und so des Liedes. Und ich habe da auch keinen Bock, das hier auch zu zeigen. Aber nur diese Überschneidung, einfach die Deutschen kommen 1 zu 2, das sind keine Zufälle. Auch hier gibt es einen Zeitungsartikel, den ich hier, warte mal, ich muss mal ganz kurz, Various Artists. Also sind auch beiden drauf, ne? Die Deutschen kommen 1 und 2. Sind die beiden drauf? So, warte mal, das ist der Spiegelartikel. Einen Moment. Und zwar haben wir dann hier. Und zwar ist das hier von Leipziger Zeitung. Hier sieht man, dass die ganzen Videos gelöscht. Axel sieht das, glaube ich, nicht. Da muss ich noch einmal ganz kurz. So, einen Moment, Leute, damit ihr auch seht, wie krass vorbereitet Axel und ich heute waren zu diesem Thema. Aber das ist auch mein Thema. Ja, das ist einfach so. Es ist, weil diese Musik, und es ist richtig so, ich bin dem Spiegel da unendlich dankbar, dass sie das so aufgedeckt haben und so weiter, weil
das so wichtig ist, darüber zu sprechen, das aufzuzeigen, was für eine Gefahr das auch ist und wie dann Botschaften vermittelt werden und so weiter. Philipp Pönninghaus, Dankeschön. Bud Spencer und Terence Hill, Bestform. Ist nur die Frage, wer ist wer hier? Ja, Dankeschön. Auch das möchte ich hier kurz vorlesen. Die erfolgreiche Newcomer-Band Weimar, deren Mitglieder unter Pseudonym mit Masken auftreten, entstammen laut Spiegel-Recherche einer Thüringer Neonazi-Szene. Nach den Enthüllungen hat das Label Universal bekannt gegeben, Zusammenarbeit mit Band zu wollen. Die Linkspartei bezeichnet die Arbeit des Verfassungsschutzes, der einige Bandmitglieder in seinen Akten erwähnte, als unzureichend. Bandmitglieder stammen aus der Thüringer Neonazi-Szene. Im April sollen sie auch im Leipziger Täubchental ein Konzert spielen. Dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Spielrecherchen haben die im deutschsprachigen Raum erfolgreich Indie-Metal-Band Weimar als Neonazi-Gruppe entlarvt. Die vier Mitglieder der Thüringer Band treten seit ihrer Gründung unter Pseudonym mit Masken auf. So. Okay. Laut dem Spiegel stammen mehrere Bandmitglieder aus der Thüringer Neonazi-Szene. Der 45-jährige Konstantin Päwer, der sich bei Weimar Till Schneider nennt, in den 90ern war laut dem Verfassungsschutz Teil der Neonazi-Band Dragoner. Er hat 2015 außerdem mit einem gewissen Christian P. ein Album veröffentlicht, gegen den laut Spiegel wegen Verbreitung von Neonazi-Propaganda und illegalen Waffenbesitzes ermittelt wurde. Christian P. war laut den Schilderungen des Spiegels Anfang der 2000er sowohl in der Rechtsrock-Szene als auch in militanten Neonazi-Gruppen aktiv. Auf einer 2002 veröffentlichten CD auf dem Cover ein Hakenkreuz leugnete den Holocaust. Zahlreiche Indizien deuten darauf hin, dass Christian Peer Sänger ebenfalls der Band Mitglied der Band Weimar ist, schreibt der Spiegel. Bei Weimar soll es sich als Richard Wegner auftreten für geschäftliche Zwecke, offenbar weitere Pseudonyme verwenden. Die Band selbst ließ über ihr Label Universal mitteilen, dass Christian Peer nicht Teil der Band sei. Ein weiteres Bandmitglied hat der Spiegel als Steffen P. identifiziert. Er ist als Kurt Ronny Fiedler bei Weimar aktiv. Auch er ist schon lange Fan von rechtsradikaler Musik. Im September 2005 besuchte er ein Rechtsrockkonzert in Andesleben, das von der Polizei aufgelöst wurde. So, bla 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 Ich bin bla. mal ganz kurz an der Tür, die Post ist da, ich bin Ja. sofort wieder zurück. Jetzt kommt aber der wichtige Teil, dann mach erstmal die Post. Ist der Axel sowieso eingefroren oder was? Was ist hier mit Axel? Axel eingefroren. Da, jetzt bewegt sich das Bild wieder. Axel bewegt sich in Zeitlupe, aber es könnte auch sein ganz normaler Bewegungsablauf sein. Jeder, der Axel ein bisschen kennt, weiß ja, dass das so Dragoner auch noch zumachen. Also, jetzt kommen wir natürlich gleich zu dem Thema mit diesen Zufällen mit Thorsten Heise, Thüringen. Einfach jahrzehntelanger aktiver Neonazi im Rechtsextremismus, dann Dragoner, dann Geburtstagsbesuche, dann auf den CDs drauf. Ist für mich eine Beweiskette, eine Indizienkette, dass ich sage, die Band Weimar ist klar neonazistisch, mit besetzt mit Neonazis. Da bin ich wieder. So, jetzt möchte ich natürlich nochmal vorlesen, auch für dich. Und zwar, dass es der Band gelang, bei dem größten Musikproduzenten der Welt unter Vertrag genommen zu werden und auf Platz 5 der deutschen Albumchartliste. Sein weiterer Erfolg für die rechte Musikszene nach dem Großkonzert mit 6000 Teilnehmern 2017 Thema. Wie auch im Spiegelartikel geschildert, betönen König Preuß, dass mehrere der mutmaßlichen Bandmitglieder Gegenstand von Akten des Verfassungsschutzes waren. Laut der Landtagsabgeordneten liegen Informationen vor, dass eines der Bandmitglieder als Gast bei der Hochzeit des militanten Thüringer Neonazis Thorsten Heise eingeladen war. Es besteht also sowohl ein Bezug zum Unterstützer der NSU auch als zur militanten Neonazi-Szene. Und da muss man einfach mal sagen, ja, man kommt nicht durch Zufall auf einen Geburtstag von Thorsten Heise. Punkt. Oder? Ja, ich dachte, am Punkt wäre Schluss, aber du hast vollkommen recht. Ja, Axel, mir geht es darum, damit die Leute nicht aus diesem Stream rausgehen und sagen, oh ja, na und die Band ist ein bisschen systemkritisch und so weiter. Nein, die haben Hardcore-Neonazi-Musik produziert und entstammen vom Fleisch, das Fleisch der Neonazi-Szene, wie Axel das immer sagt. Das sind Hardcore-Neonazis, Punkt. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das war vor 5 Jahren, vor 10 Jahren und so weiter, von diesen Menschen gibt es keine Distanzierung irgendwo. Nirgends. Ja, aber auch keine Erklärung jetzt. Also eben kam Martin ja ist auch der dann wieder hier Fünfte hier einer auf dem ganzen Kanal. der Hardcore-Verteidiger, der sagt, ja, wenn man die Medien ablehnt, spricht man ja nicht mit denen. Ja, wo ich auch noch gesagt habe, ich so, ja, selbst wenn es jetzt die Medien gibt, mit denen man einfach nicht spricht, ja, dann würde ich doch trotzdem ein eigenes Statement draufsetzen auf meine Seite, meine Kanäle. Aber das kommt ja auch nicht. Das sind jetzt wie die Kinder, die mit der Hand in der Keksdose ertappt worden sind.
die jetzt einfach nichts anderes können, außer sich zurückzuziehen und zu sagen, gut, der Drops ist gelutscht, weil sie sich nicht distanzieren können, weil darauf ihre Szene dann reagieren würde. Ja, also das sonst hätte doch jeder normal denkende Mensch, also setzt euch mal in die Lage. Ja, also in eurer Dorfzeitung steht jetzt plötzlich ein Artikel, ihr seid Raubmörder oder Vergewaltiger oder sonst irgendwas, ja, und steht im Verdacht, im Kontakt hier mit Kokainhändlern, die eure Kinder an den Schulen vergiften zu stehen, das mal ganz plastisch zu sagen. Und was macht ihr dann? Mit den Medien reden wir nicht, wir sagen nichts dazu, wir tauchen ab und vorbei. Ne? Also da wird doch jeder normal denkende Mensch sich hinstellen und sagen, Alter, was erzählt ihr hier? Nein! Ne? Und wenn ich vor 15 Jahren mal in falschen Kreisen unterwegs war, tut mir leid, heute nicht mehr. Ne? Und was ist gekommen? Nichts. Auch das ist doch schon eine ganz klare Sache. Auch das und das ist auch wichtig. Axel, Dankeschön wie immer für deine guten Kommentare. Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst. Gib bitte auch ein paar Props raus an den lieben Axel, der Reizeffekt hier bei YouTube. Wer ihn unterstützen möchte, bitte tut das alles unter seinen Videos verlinkt. Dankeschön, Axel, wie immer, auch für deine Zeit. Wie gesagt, hier gibt es keine Merkel-Scholz-Milliarden. Im Titel steht Rechtsextreme oder Nazi-Band drin. Da ist das Video demonetarisiert. Das ist einfach so und das ist auch okay. Aber weil hier die große Verschwörung kommt. Fabi schreibt gerade, Fabi, mein Lieber, Dankeschön. Aber schreibt, jeder hat das Recht auf Veränderung. Ja, haben sie. Aber sie haben es hier bewusst verschleiert. Das ist eine Irreführung. Und wer immer noch zu Thorstens Heise Geburtstag geht oder immer noch mit Nazis abhängt, der hat keine Veränderungen durchgemacht. Wir haben es gestern gesagt. Wer für mich mit Milieu rumhängt, ist noch Milieu. Man trifft sich nicht mit Menschen bei einem Boxkampf mit dem Milieu, macht Fotos und sagt hier Kampf, ja, scheiß Staat und ACEB. Geht nicht. Geht nicht. Und wir haben hier keine Distanzierung. Die vier hätten in einem großen Video gestern Abend hätten sich spontan vor eine Kamera, hätten die Masken abziehen können und hätten sagen können, wir hatten Angst, dass wir keine Chance kriegen. Wir distanzieren uns vom scheiß Rechtsextremismus, wir hassen die Neonazi-Szene, wir bereuen und tun das. Das wäre ein wahres, ernsthaftes, wahres Statement gewesen. Aber das kam nicht und kommt wohl auch nicht. Das ist nicht real. Punkt. Ich weiß nicht. So, und hier kann man auch mal den Bogen dann wieder spannen zu Freiwill zum Beispiel. Der Sänger war ja Anfang der Nullerjahre auch in einer Skinhead-Formation, Kaiserjäger, sagt mir überhaupt gar nichts, der aber auch ekelhafte Texte gesungen hat. So, da ist er darauf angesprochen worden, da hat er sich deutlich von distanziert und sagte, hier, das war Pubertät, tut mir schrecklich leid, ne, heute sind wir gegen jede Form von Extremismus, ja, und natürlich auch gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Das ist ein klares Statement, das ist eine klare Ansage, ja, und der ist danach nicht irgendwie noch rumgelaufen auf irgendwelchen Skinhead-Veranstaltungen oder hat sich mit Thorsten Heise eben zum Geburtstagsplansch getroffen. Ja. Ja, und das ist der Unterschied. Da muss man sagen, jeder hat das Recht auf Veränderung. Ja, wir sind das beste Beispiel dafür. Jeder kann sich verändern, weiterentwickeln. Genau, Steffen schreibt es auch gerade hier. Erstmal distanzieren, dann gibt es auch ein Recht auf Veränderung. Das ist einfach so. Es ist wichtig. Es gehört erstmal dazu auch eine Aufarbeitung und nicht jetzt, wir wurden erwischt und jetzt ist alles blöd. Ja. Ne, sondern es hat vorher, weißt du, wenn die jetzt offenlegen könnten und die sagen, wir sind seit 3 Jahren in Gesprächen und sind in einem Ausstiegsprogramm, aber trotzdem hatten wir Angst, unser Gesicht zu zeigen, dann hätten die ihre Karriere retten können. Die hätten sich gestern vor die Kamera setzen können und sagen, okay, Leute, ja, wir hatten Angst, wie die Gesellschaft reagiert, aber wir sind alle seit 4 Jahren in einem Ausstiegsprogramm. Würde ich sagen, ja, gebt den Leuten eine Chance. Ja. Aber natürlich, dann muss man wieder die Texte in Kontext packen, dann muss man auch erklären, okay, wie meint ihr das, wie wird es interpretiert, wie findet ihr, dass das Querding das aufnimmt und so weiter. Also hier gibt es viele, viele Fragezeichen, viele, viele Fragezeichen. Für mich ist das hier gut, dass diese Band hier öffentlich zerschlagen wurde und die Band ist K.O., die Band ist K.O., die Band aber Weimar kann sich auflösen. Ja, ich würde nicht sagen, die sind nicht zerschlagen worden, die haben sich ja selber schachmatt gesetzt. Das ist ja eine ganz einfache Angelegenheit. Wie du schon sagtest, sie hatten alle Möglichkeiten, sich eben dann dazu zu erklären. Und klar ist das nicht schön. Ja, fragt Philipp und mich mal, wenn wir vor Jugendlichen stehen oder interviewt werden und gelöchert werden, dass man sich da eingestehen muss, ey Alter, ne, du warst damals echt schon einfach ein Arschloch. Ja? Du warst ein Ich sag auch mal Bastardmensch.
Ich war ein Bastardmensch. Bastardmensch. Ja, und das sind Dinge, also das macht niemand gerne. Ja, also das ist keine Sache, wo wir uns dann abends hinsetzen und sagen, Mensch, was sind wir für geile Hengste? Sondern dann kommt man schon ans Nachdenken. Und ich hatte jetzt auch die Tage, wo ich auf Vortragsreise war, abends dann im Hotel nochmal Gedankengänge, wo ich drüber nachgedacht habe. Ja, weil dann Dinge auch wieder hochkommen in so Gesprächen und so Vorträgen. Also das ist keine schöne Angelegenheit, das kann ich verstehen. Da hat nicht jeder Bock drauf. Aber wenn man Scheiße gebaut hat, ja, wenn man kriminell war, wenn man gewalttätig war, wenn man rassistisch war und dann wieder in die normale Gesellschaft zurück will, dann muss man sich dazu auch tatsächlich äußern, wenn man den Spiegel vorgehalten bekommt und eben rauskommt, was man früher gemacht hat. Ja, gerade wenn man dann eben noch dann mehrere Überschneidungen in eine andere Szene hat, die auch nicht ohne ist und wenn die Texte auch dann anders dazu geben, zumindest zu hinterfragen, haben die sich auch wirklich distanziert oder verändert und dann kommt überhaupt nichts, dann kommt gar nichts zurück, dann taucht man unter und tut mir leid, wer schweigt, stimmt zu und dann ist das selber K.O. geschlagen. Niemand anders hat die kaputt gemacht als die selber. Ja, eben durch die Feigheit, das Unvermögen, sich mit ihrer Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen und sich von dem Mist, den sie gemacht haben, zu distanzieren. Ganz einfach. Entweder distanziere ich mich nicht, weil ich nicht die Eier dafür habe, noch nicht so weit bin, oder aber weil ich es immer noch geil finde. Und so oder so ist das einfach eine Scheißnummer. Tut mir leid. Genau, hier wird nochmal diskutiert. Genau, ich sage jetzt nicht, das reicht nicht, dass sie sich heute hinsetzen und wir distanzieren uns heute, um die Karriere zu retten, sondern die hätten vorher, wenn sie heute rauspacken würden und sagen, wir sind seit 5 Jahren raus, wir haben die und die Projekte durchlaufen, wir machen das und das und das ist unser Leben heute, dann würde ich sagen, okay, da muss man jetzt mal genau hinschauen. Warum dann aber diese Texte, was ist damit wirklich gemeint und so weiter? Dann muss man dann auch sich hinsetzen und sagen, okay, wir machen jetzt mal die Hosen runter, lass uns über alles sprechen. Aber das wirkt hier bei mir einfach nicht, ne? Das muss man einfach so sagen. Hier kommen viele Dinge zusammen. Und besonders wer sich mit der Szene in Thüringen beschäftigt, wenn die Jungs da diese Verbindung hatten und dann auch über den Thorsten Heise mit die Deutschen kommen und so weiter, auch wenn das viele Jahre her ist, und Hausdurchsuchungen mit Waffenbesitz und so und dann mit den Masken auftreten, die Texte dazu. Also tut mir leid, Leute, welche Beweisführung will hier noch jemand? Also von jedem Gericht würde man hier im Schnellverfahren verurteilt werden bei dieser Indizienlage. Gott sei Dank gibt es dieses Schnellverfahren nicht mehr, ja. Aber ich muss schon sagen, hier kommt vieles zusammen, Axel, oder? Also das ist doch jetzt hier nicht an den Haaren herbeigezogen. Also das, was jetzt hier aufgezeigt wurde, ich meine, so diese Verbindung mit der Krone, die Presse weiß natürlich nicht, dass Thorsten Heise damals die Deutschen kommen produziert hat. Ja, aber das sind natürlich auch so Dinge, dass dann Dragoner genau bei den Dingen bei Thorsten Heise drauf ist. Ich meine, über was reden wir jetzt hier? Das ist doch hier kein Schuss ins Blaue, oder was? Aber wie gesagt, wer etwas nicht sehen will und wer dann so ein Fanboy ist und wer generell auf so einer Welle schwimmt, von wegen alles linksgrün versifft und Cancel Culture und hier sowieso alles nur Staatssender, bäh, die wollen davon auch gar nichts hören. Im Grunde genommen wären sie ehrlich, wenn sie sagen, mich interessiert gar nicht, was die gemacht haben. Früher finde ich nicht so schlimm. Das wäre ein ehrlicheres Statement als immer dieses Rumgeeier und Rumgewurschtel, ja, um heißen Brei rumzutanzen, weil die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Diese Leute kommen aus gewalttätigen, hasserfüllten Strukturen, haben selber volksverhetzende, hasserfüllte, gewaltaffine Inhalte propagiert, haben die von sich gegeben und haben sich dazu nicht geäußert, nicht eingelassen. Das hätten sie spätestens jetzt tun müssen. Ja, das haben sie nicht getan. Und dann ist natürlich vollkommen klar, dass die Leute entsprechend ihre Schlüsse ziehen und deswegen liegt ihre Karriere jetzt in Scherben. Ja? Nicht, weil der böse Spiegel was ausgegraben hat, sondern weil die eben sich nicht entsprechend dazu äußern wollten und entsprechend erklärt haben. Und ich würde gerne noch auf zwei Sachen hier im Chat eingehen. Zum einen habe ich hier gelesen, hat einer geschrieben, es war wohl nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Naja, das ist dann so ein leeres Statement, um in den Massenmedien weiter dabei zu sein, das kann man denen auch nicht abnehmen. Ich weiß nicht, das kann jeder für sich selber entscheiden, ob er so ein Statement für glaubwürdig hält oder nicht. Es gibt ja heute auch noch so ein paar Leute, die erzählen, der Philipp und ich werden immer noch Hardcore-Rechtsextremisten, Rassisten und Islamophobe und was weiß ich nicht alles. Das Menschenglaube ist ein Himmelreich. Aber letztlich wäre es zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, an dem man sich dann festhalten kann, wenn Leute öffentlich sagen, nein, war damals scheiße, was ich gemacht habe. Weil ihr könnt mir glauben, die Szene, die sowas aufnimmt, die sowas hört, die reagiert darauf allergisch und die Leute, die vielleicht Sympathien hatten, die sehen dann, oha,
der sagt, das war Mist, und dann ist schon der Verbindungsfaden abgeschnitten. Es ist immer richtig und wichtig, sich zu distanzieren, und man sollte da auch dann nicht immer so vom hohen Ross herab dann herunterschauen und sagen, naja, so eine Distanzierung nehme ich jetzt aber nicht ab, und was bringt denn das, die wollen halt weiter Geld verdienen. Ja, das ist dann schon überkritisch, und das hat dann meiner Ansicht nach auch keine Berechtigung, weil man soll froh sein, wenn Leute sich eben der Vergangenheit stellen, wenn sie deutliche Worte dazu finden, das ist immer richtig, und ob man dann an deren Glaubwürdigkeit zweifelt, ist dann eine individuelle Entscheidung, sollte aber nicht irgendwie dann Rückschlüsse darauf lassen, dass das Statement an sich nicht genug oder genau, ist böse oder schlecht oder falsch. Ich würde das auch, ne? Ich würde das ja auch angucken, und ich weiß selber, wie schwierig das war. Es ist ein Prozess über Jahre, und auch da würde ich sagen, ist das jetzt von der Plattenfirma gescriptet. Ich habe das damals bei Xavier Naidoo gesagt, das war für mich gescriptet. Diese Distanzierung damals aus dem Bereich Querdenken, Verschwörungstheorien und so weiter, hat mich nicht abgeholt. Wenn diese Band sich gestern vor ein Handy gesetzt hätte mit einem Selfie-Stick und sie hätten sich zu viert die Maske runtergezogen und hätten gesagt, das und das und das und das und so weiter, dann hätte ich es gefühlt. Aber sobald da jetzt irgendwie ein Management von Rookies and Kings da dran rumwerkelt und so weiter und versucht irgendwas zu retten und irgendjemand fake zieht sich jetzt eine Maske runter oder sonst irgendwas, dann wird es irgendwie fürchterlich, und für mich gibt es hier kaum gerade was zu retten. Ich würde aber gerne mal die Musik laufen lassen, damit man weiß auch, über was für Musik wir da sprechen. Ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen was raushört. Mich holt es einfach nicht mehr ab. Es tut mir leid, dass ich es da vorspiele, aber Musik, wie gesagt, liegt im Auge oder im Ohr des Betrachters. Ja, das ist reine Geschmackssache, und da gibt es kein gut oder schlecht. Und von daher würde ich es mal laufen lassen. Aber ich finde, ich fühle mich in Teilen abgeholt, auch im Rechtsrock, muss ich leider sagen. Ja, hat euch gefallen? Das ist aber ein schlechtes Beispiellied. Wo soll ich die denn jetzt herholen? Wo soll ich die denn jetzt herholen, Fabi? Das ist alles gesperrt worden. Uns auch. Erpresse dich. Okay. Wir machen mal eine kurze Pause und sind gleich zurück für euch. Ich will mir jetzt gar nicht so lange antun, das hat nicht gar nichts mit der Band zu tun oder so, Axel. Aber es ist für mich trotzdem klassischer Rock Against Communism. Also so, ja, und auch trotzdem die Wörter, die da so fallen, das ist auch alles ein Misch von so einer eher seichteren, Rechtsrockband. Ich will es gar nicht mal, keine Ahnung, ist einfach nicht meine Mucke. Deswegen will ich will das musikalisch gar nicht werten, weil die das... Aber die Wortzusammenschusterei und so weiter könnte halt eine, von Dragoner Hakenkreuz ist es jetzt halt Dragoner ein bisschen entschärft. Ja. Ja. Genau, alle, die hier mal Rechtsrock konsumiert haben, schreiben einige stilistisch auch ziemlich klar. Es ist einfach so. Muss sich jeder irgendwie für sich selber irgendwie aus diesem Stream dann zusammenreimen. Für mich ist es klar, wo ich mich gestern damit schon beschäftigt habe und mit den Zeitungsartikeln und so weiter. Finde ich es gut. Props gehen raus. Ich will es gar nicht künstlich in die Länge ziehen, heute den Stream. Ich finde es gut, dass es aufgeklärt wurde. Es ist immer wieder, müssen wir achtsam sein, welche Wege der Rechtsextremismus sucht, um gesellschaftlich in die Mitte zu kommen, um junge Leute zu kämpfen und so weiter. Ich glaube, wir haben diese Woche richtig was losgestoßen. Ne? Also ich habe auch die ersten Kommentare zu unserem Stream gestern und so weiter. Aber ich bin Sturm, Stahl, Schiff, Beton, Schlachtschiff, Deutschland erprobt. So schnell gibt es nichts, was mich aus der Fassung bringt. Ich will mich einfach bei allen bedanken, ganz vorneweg natürlich beim Axel, der sich immer wieder auch diese Themen dann zu Gemüte führt und so weiter. Das ist auch nicht immer so einfach, wenn wir einen Tag vorher schon darüber sprechen, guck dir das mal an und die Leute und Thüringen und Thorsten Heise wieder die Artikel lesen. Das ist auch immer ein bisschen Backflash, unser altes Leben und so weiter, und
Das ist aber nicht ganz so einfach, sich mit Extremismus jeden Tag zu beschäftigen. Und deswegen bitte unterstützt da auch meinen lieben Freund Axel Reitz, Leute. Ja, Axel, um das dann auch in den nächsten paar Minuten zum Abschluss zu bringen. Universal auch schöne Scheiße gebaut, oder? Ja, also tatsächlich muss man sagen, entweder waren sie naiv, blauäugig, ja, oder haben bewusst eben einfach gesagt, nö, wir ziehen das durch und Hauptsache es klingeln die Kassen. Ich weiß es nicht, ich bin kein Freund, immer dann auch so im Schwarz-Weiß-Denken und das dann ganz klar, ach, das ist kapitalistisch, die sind alle so, denen ist das egal. Man muss da tatsächlich dann aber auch nachforschen und schauen, woran lag es, was waren das für Versäumnisse, waren die darüber aufgeklärt, mit wem sich da zu tun haben, warum wollten die Leute anonymisiert werden, was sind für Gründe vorgetragen worden, um da mal wirklich auch dann hinterzusteigen und dann auch die Mitverantwortung in den Fokus zu rücken und zu sagen, okay Leute, wenn ihr wusstet, wen ihr da auf die Bühne lasst und wenn ihr wusstet, dass sie sich nicht distanzieren oder von ihrem Gedanken gut getrennt haben, dann war das schon echt eine üble Nummer und das wird man euch dann zu Recht auch noch lange vorhalten müssen. Dankeschön für eure Zeit. Wir sehen uns die Tage mit Sicherheit live. Ich bin ja beim Wohnmobil unterwegs, habe jetzt ein mobiles Streamingbüro mit. Ich hoffe, dass wir das dann alles irgendwie hinkriegen. Da werden Axel und ich uns mit Sicherheit nächste Woche dann auch mal live verabreden, dass wir das haben. Ich habe einen mobilen Wi-Fi mit unlimited Datenvolumen. Also alles vorbereitet, um auch unterwegs für euch Content zu liefern, damit wir den Finger in die extremistische und Gewaltwunde legen, um dort aufzuzeigen und Leute davon abzuhalten und ihnen auch rauszuhelfen aus der Gewaltspirale, aus der Extremismusspirale. Wenn ihr Axel für einen Vortrag mal sehen wollt, dann meldet euch bei extremistlos.de oder natürlich mich auch. Meldet euch bei info@extremistlos.de und dann geht die Reise weiter, können wir euch erklären, wie das abläuft und wie das funktioniert. Ja, Dankeschön für alle, die mit dabei sind, Dankeschön an die Mods, die mit dabei sind, Dankeschön an alle, die hier eine Kanalmitgliedschaft abschließen, Prime-Abos machen bei Twitch oder bei Patreon-Mitglied sind, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, ich verbleibe, wie immer, mit einem Ahoi, nicht aus Weimar,